scheiß Affe, mach dich aus dem Staub, ich will hier lang. Oh, Alter. Hau ab. Ich glaube, der Affe ist mir im Tunnel gefolgt. Ich habe keinen Plan, wo ich hingehe. Oh, da ist ja noch Geld. Ich glaube, ich gehe hier nochmal durch. Hier sind bestimmt noch schön viele Gegenstände. Vielleicht noch ein Affe. Brr. Brr. Da war tatsächlich noch der Affe drin. Naja, egal. Yeti, aber schöne Trainingsangelegenheit. So. Yeti, ach, du kannst mich mal. So, Fina, Beben. Das hat letztes Mal ganz gut funktioniert. Fehlt ja noch ein Erdenlevel. So, Yeti, Sepp alle. Der Affe will hier schon wieder einen auf Smackdown machen. Das geht ja mal gar nicht. Das machen wir mal schön Verhinderung. Und ich drehe mir jetzt saure Stäbchen vom Aldi rein. Für 1,39. Mm, geil. Aldi Nord übrigens. Mm. So, zack. Web. Feuerball. Mm. Und das dem täglich Brot unsterblich. So. Fire Dance. Jo. Huh. Bam. Mm. Oh, Thunderclap in the darkness, come here. Super. Sepp alle gegen einen Gegner, der circa noch einen TP hat oder so. Sehr schön. Oh ne, er hatte noch mehr als einen TP. Der hat einen 300er angesucht, der hatte noch voll. Ja? Warum das denn? Hat der so eine gute Verteidigung oder was? Hm. Not bad, eh? Erstmal schön Waldmeisterbrause nachfüllen. Hm? Hm. Hm, lecker. Vom Rewe Getränkemarkt, glaube ich. Jumbo von Christinenbrunnen. Keine Ahnung. Ich mache ja überhaupt keine Werbung, ne? Nee. So. Können ja jetzt noch Werbung machen. Ja, ne? Das Spiel ist von Game Arts. Ja, nein. Jetzt mal ohne Spaß. Weiter geht's. Ich meine, bei so einem Unbekannten wie ich ist das ja, glaube ich, noch nicht so schlimm, wenn ich mal zwischendurch ein bisschen Werbung mache. Ne? Deswegen ist das ja nicht verboten. Wenn ich nicht gerade sagt ihm, das Produkt bringt einen um, kauft's nicht. So, hier ist noch ein Gang. Und ich habe das Gefühl, hier ist wieder ein Gegenstand. Und ich verliere die Orientierung. Wo muss ich lang? Okay, ich komme hier raus. Wo nur Geld ist? Da habe ich mich wohl geirrt. Irgendwo habe ich ein Schwein gehört. So, da geht's schon raus, aber ich will noch nicht raus. Ich will noch den anderen Weg gehen. Affe, Abgang. Denn ich habe noch bestimmt so in Erinnerung, hier sind Gegenstände. So, Erdnusswürmer. Ja, schön. Gegenstand. Was ist denn da drin, ne? Ui, Techniksaal. Ja, das war wirklich nützlich, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. War zwar nur ein kleiner mit 2 SP, aber immerhin. Wenn man erstmal 5 davon hat. Affe. Ich habe Affen gehört. Zwar ich gesehen, aber gehört. Das reicht mir schon. So, Sandwürmer. Haut ab. Dim, 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 dim. Schneeschwein. Okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich vorhin schon war. Dann gehe ich jetzt wieder in diesen Tunnel, nachdem ich Schweinefilets hergestellt habe. In meiner Schlachterei namens Justin Fina Web und Lite Co. GmbH. Ja. Die Schweine werden erstmal schön durchgerüttelt mit einem schönen Beben. Damit die... Oh. Ja. Zudem wird dabei die Plagenflüssigkeit aus den Schweinen rausgepresst, um die Qualität des Fleisches nachher schön zu beeinflussen. Ja. So. Jedes Schwein wird natürlich einzeln durchgebebt. Ganz klar.
Wir haben ja hier Premium-Schweinequalität. Und danach werden die Schweine schön geräuchert. Mit. Scheiße. Nein, nicht. Ach komm, wir machen einfach mal Erdbeben. Jetzt großen Rüttler. Jetzt werden alle Schweine nochmal ordentlich durchgerüttelt. Damit auch jeglicher Dreck abfällt. Und danach werden die schön geröstet über mittelheißen Feuerbällen. Währenddessen wird nochmal schön jedes Schwein einzeln geschockt. Fire Dance. Okay, fangen wir an. Erst wird das Schwein gebraten mit Feuerbällen. Danach wird es nochmal durchgerüttelt, um auch jeglichen Ruß und Dreck vom Schwein abzu ja, wackeln. So, lecker. Und, oh, dann sind sie auch schon servierfertig. Ja, so stellt man Schweinefilets her. Nein, natürlich nicht. Ja, das war jetzt nur so improvisiertes Gespräch, weil mir extrem langweilig war. Und jetzt gehen wir aus diesem Luzetgebirge, ey. Und wenn mir jetzt noch ein Affe vor die Schnauze läuft, ne? Den mache ich eine Brezel. Ja, wie auch immer das machen will. Okay. Nein, hau ab. So, los weg hier. So. Und auf Wiedersehen, J-Basis, Luzetgebirge und hallo, J-Basis. So, dann sind wir auch schon ja an der Basis. Und ich trinke erstmal einen Schluck und dann lese ich vor. Moment. So, jetzt geht's Story-Technisch aber mal weiter. Ernsthaft jetzt. So. Das wurde von der Galal gebaut. Jeder, glaubst du das? Gaia? Das ist etwas ganz anderes, als ich erwartet habe. Sieht aus wie ein einzelnes Gebäude, das auf einer angelanischen Ruine errichtet worden ist. Ich spüre Gaias Macht da drin. Gaia wird wohl hier drin sein. Hier noch mehr von diesen schönen Geschütztürmen. Dann gehen wir mal hier rein. Boah, Alter. Die haben aber echt keine Kosten gespart bei den Sicherheitstoren. Wir haben die Kommandozentrale eingenommen und den Dampfkanonenmaschinenraum. Der Kontrollraum wird bald uns gehören. Wenn Omas Mullengeneral in der Tarkom festnehmen kann, war unser Aufstand ein Erfolg. Mannschaft bereithalten, bis neue Anweisungen von Omas Mullen kommen. Mannschaft bereithalten. Aufstand? Was hat Mullen denn jetzt vor? Was ist mit Gaia? Was soll mit Gaia passieren? Kommt Leute, lasst uns gehen. Oh oh. Ich ahne Böses. So, muss mal heilen. Und dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Überall Soldaten. Ich quatsch mal mit ein paar. Wir müssen alle Geräte und Instrumente für die Wartung der Flugzeuge kontrollieren. Auf diese Weise kann keiner von der Basis flüchten, wenn sie sich auf Basis... auf Baals Seite schlagen. Wer nicht entkommen kann, wird der General aufgeben müssen. Ja, irgendwo logisch. Können wir nochmal einen anderen General Soldat fragen? Auf dem Schwarzmarkt würde das einen guten Preis... Oh, hallo ihr! Was denkt ihr nicht, dass ich die Verwirrung ausnutze, um Zeugs auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, oder? Hey, das würde ich nie tun, nie! Nee, garantiert nicht. Du bist ja auch bestimmt nicht ein Polacke oder so. Das war jetzt nicht böse gemeint, ich bin jetzt nicht irgendwie rassistisch. Hier haben wir jetzt einen Offizier oder irgendwas höhergestelltes. Es sollte genügen, wenn wir alles an Pulver, Waffen und Material zusammen in der Basis lagern. Danach können wir nur noch Betten. Betten, ja. Bett, ich kenne nur Bett von Poker jetzt, deswegen Betten. Wir können nur noch beten natürlich, dass der Oberst Erfolg haben wird. Aber wir sprechen über General Baal. Wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Ja, ne, einmal mussten wir hier gegen ihn schon duellieren. Das war eigentlich recht einfach. So, hier sehen wir zum Beispiel diese schönen Flugzeuge. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal um hier, wo wir hingehen sollten. Das Beste ist natürlich, wir finden Mullen. Mullen hat ja Baal irgendwie umzingelt und wollte ihn irgendwie herausfordern. Ob das geklappt hat? Mein Befehl ist nicht einringen, sondern eine bestimmte Person von der Flucht abzuhalten.
Sehr seltsam, aber ich glaube, er ist gerechtfertigt. So, machen wir mal den Staatsoffizier hier. Oh, ich habe von dir gehört. Du bist Justin, nicht wahr? Der junge Zivilist. Und du hast deinen Teil zum Unheil beigetragen. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Kommen uns nur nicht in die Quere. Dieser Aufstand wird uns allen eine ganz neue Armee einbringen. Unter der Leitung von Oberst Mohlen. Dann suchen wir den mal. So, wo gehen wir hin? J-Basis. Offiziersquartier, ach so. Ja, okay, hier sind jetzt Räume, die kann man so einfach betreten. Okay, das sind Schlafräume, so wie es aussieht. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas Gutes zum Einsammeln. Zimmer finde ich irgendwie, ja, ganz nett. Bis auf diese einschüchternden Tore wie im Gefängnis geht's eigentlich. So. Ist alles nur Zimmer hier? Jawohl. Oh, sogar mit schönem Ausblick. Ja. So, Kommandozentrale. Kommandozentrale. So, hier ist ein Raum. Kontrollraum Treppe. Mal gucken wir da mal. So, Maschinenraum. Aber ich glaube, da wird Mohlen nicht sein. Ne, können wir auch gleich lang. Mein Name ist Bruss, Hauptmann Bruss. Ich bin als Mechaniker hier. Sicher ist es da drin dunkel. Ich kann kaum etwas sehen. Ja, wir versuchen Strom zu sparen. Ich brauche sowieso kein Licht. Ich kenne hier jeden Winkel. Oh, richtig. Geht nicht durch diese Türe, okay? Oben auf dem Dach ist es gefährlich. Ja, ich habe auch gar nicht vor, dahin zu gehen. So, gehen wir mal hier hoch. Kontrollraum. Mal gucken, ob Mohlen hier ist. So. Wir sind Soldaten. Wir haben den Kontrollraum eingenommen. Die J-Basis ist jetzt unter der Gewalt des Oberst. Ja, wenn ich den Oberst mal finden würde. Der ist hier nämlich auch nicht. Geh nochmal zurück. Vielleicht ist da hinten noch eine andere Tür. Mit diesem Thron hier. Bei Baals Thron, was auch immer das hier sein soll. Da ist noch eine Tür. Kommando. Hä? Ich war doch eben in der Kommandozentrale. Was soll denn das jetzt sein hier? Ach, das ist der Raum hier, ne? Okay. Scheint so, als wenn Baal weg wäre. Eine Leiche liegt hier noch. Verstärkung. Zu spät für mich. Der Oberst, hilf dem Oberst. Der Oberst sagte, Baal hat ein Geheimnis. Gang in der Ecke, Statue, die hier nicht, die hier meint er glaube ich noch, ne? Ja genau, die war's. Und jetzt öffnen sie irgendwo einen Gang, genau, jetzt müssen wir Baal finden. Baal, wo bist du? Und wo ist Mohlen? Ah genau, Mohlen! Mohlen, bist du in Ordnung? Was ist mit Baal passiert? Justin, warum hast du Baal den Geisterstein gegeben? Mit dem Geisterstein hast du ihm den Schlüssel zur ewigen Vernichtung gegeben. War dir das nicht klar? Ja, aber ich... Los, Baal muss aufgehalten werden. Oder die Welt. Gaia, er wird... Mohlen, bist du in Ordnung? Keine Sorge, er ist nur bewusstlos. Moment, was? Warte, nochmal von vorne, ich bin nicht mitgekommen. Baal hat die Geisterstelle zu vereinigen und Gaia zu erwecken. Bitte, Justin Fina, ihr müsst ihn aufhalten. Nochmal das gleiche. Ja, okay, ich dachte Mohlen sagt noch was. Na, dann gehen wir hier mal runter, würde ich sagen. Ah, ich verstehe. Anscheinend führt das hier zu einer unterirdischen Ruine. Und es sieht so aus, als wäre es benutzt worden, um so eine Art von Anlage zu bauen. Baal, damit kommst du mir nicht davon! Na okay, Baal ist wohl wahrscheinlich schon geflüchtet mit der... was auch immer... Bahnruinen, also mit der Bahn, denke ich mal. Ich sehe nämlich keine. So. Geld. So. Oh, jetzt kommen wir in so ein irrsinniges Lagerrind. Lagyrind natürlich, nicht Lagerrind. Lagyrind. So, heilen, ne?
Tipps gibt es ja schon lange nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Oh nee, hier waren ja auch wieder Gegner. Oh mein Gott. Okay, ich sehe Krebse. Oh nein, und wieder diese komischen Wölfe. Mit Keulen. Und die kenne ich auch noch. Oh, wo waren die denn? Genau, die waren hier. Tal des Flugdrachen. Gatwin, ne? Und da waren die Viecher noch schön schwach. Und ich weiß auch gar nicht. Naja. Oh, Bahnruin 2. Da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht hin. Ich wollte noch mal den anderen Weg da gehen. Da war noch eine Truhe, die wollte ich öffnen. So, unterirdische, obwohl, nee, wir können jetzt mal da oben lang, weil ich glaube, ich weiß noch, dass da oben so eine Art Sperre war. Also eine, praktisch eine Sackgasse, deswegen gehe ich hier erstmal lang. So, hier oben haben wir nämlich Geld. Und hier sind dann erstmal nur Gegner. Ja, und hier war wirklich eine Sackgasse. Oh, und die haben uns doch gesehen. Ja, hast du einen Hinterhalt auch noch? Meine Fresse. Darf erstmal einen Schluck Waldmeister-Cola. Oh, das Vieh will alle angreifen. Dann machen wir mal den guten alten Dragon Move. Dragon Kill Slice. So, alle tot, denke ich mal. Der Angriff tötet eigentlich jeden Gegner so ziemlich. Ja. Wow, 500. Ich dachte, der Angriff wäre gar nicht mehr so stark. Also ich dachte, so drohen halt 400 auf. 500 ist schon was anderes. So. Gucken wir mal weiter. So, okay, da war Geld. Da komme ich nicht hin. Da muss ich von der anderen Seite. Ja, und hier war doch so eine Sperre, wie ich es wusste. Gut, dass ich erstmal hier lang gegangen bin. Oh, Wolfsmann. Wolfsmann, hopp. Oder Wolfsmensch, vielmehr war das, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. So, an den Seiten war irgendwo, glaube ich, auch nämlich noch was, aber hier nicht. Dann gehen wir mal zurück und diesen anderen Weg. Da sind nämlich keine Gegner. So, Wolfsmensch kann man umgehen. Knete, her damit. Mein Gott, ey, wie kann man nur so viel Knete in dem Spiel liegen lassen? So, Wolfsmänner und... Was sind das für miese Viecher? Die haben mir den Weg abgeschnitten. Okay, Hyänenmann. Ja, ich denke mal, der Hyänenmann wird aber nicht lange mehr leben. Biss. Alter, was ist das für ein Biss? So, macht Web mal locker den... einfach einen Seitenwurf. Und Justin macht jetzt mal Unsterblichkeit. So. There's no use in hiding. Ja, alle tot. Hoffentlich. Ja. Schön. Nein. Oh, hätte ich auch noch. Ne, okay, dann ist Lied jetzt dran mit Sepp alle. So. Und Fina greift so an. Hui. Boah, na toll. Ja, dann sind die anderen wegen jetzt tot. So, ich drehe mir noch ein paar saure Stäbchen rein. Aldi Markt. Oh, lecker, der Aldi. Ich mag den Aldi. Ne, wirklich, Aldi ist, finde ich, ein geiler Laden. Da ist alles spottbillig, geil. Na, das Einzige, was bei Aldi scheiße ist, ist die Technik. Also, ne, da kaufe ich nicht nochmal. Zumindest, ich hab da mal. Ich hab ja da nicht mal gekauft. Aber das kann man wirklich vergessen bei Aldi. Weil bei Aldi Technik kauft, der ist echt...